Genau. Z-Doom. Ja, letzte Video abgerufen mit 8 Minuten. Lol. Genau. Z-Doom ist hier drauf. GL-Doom. GZ-Doom läuft leider nicht drauf. Ich glaube, braucht einfach zu viele Ressourcen oder es braucht zu moderne Features, die Grafikkarte noch nicht unterstützt. Gerade so wie wegen Shader und sowas alles kennt die Grafikkarte halt noch nicht. Und deswegen nutze ich auch Z-Doom drauf, aber läuft halt super flüssig. Genau. Wollen wir mal einfach mal ein bisschen was anschmeißen? Zum Beispiel können wir ja einfach mal MyTest starten. So. Und man sieht auch schon, aufgrund dessen, dass die Shader fehlen, hat man auch witzige Grafikeffekte, wie zum Beispiel das hier. Daran merkt man immer, dass man eine Grafikkarte nutzt, die keine Shader unterstützt. So, hier hat man die geballte Power. Übrigens, das Display hat auch eine sehr hohe Auflösung, für damals unglaublich. Wie sieht man hier? Da, 26 Bilder pro Sekunde. Und das bei einer Auflösung von 1400 mal 1050. Ja, also wirklich richtig Business. Und wie gesagt, Multi-Bildschirmfähig. Also du kannst da bis zu 2 Bildschirme anschließen, wenn du die Dockingstation verwendest. Weil der Laptop selber hat halt nur einen VGA-Anschluss. Das heißt, du kannst halt nur ein Bildschirm anschließen. Und er unterstützt auch mit einmal, also gleichzeitig, nur 2 Bildschirme. Das heißt, wenn ihr die Dockingstation anschließt, warte mal, das können wir gerade mal kurz machen. Ich schaue mal das Ding mal kurz runter. Wenn du nämlich 2 Bildschirme anschließt, dann kannst du nur entweder die beiden Bildschirme nutzen oder einer der beiden Bildschirme und den Laptop-Bildschirm. Das ist so ein bisschen tricky. Muss man wissen. So, jetzt sehen wir den Strom, der Stromsticker auch. Mal die Tastatur ein bisschen hochschieben hier. Einhändig ist immer ein bisschen kacke. So, ja, guck mal hier, CD-ROM-Laufwerk. Wir nehmen erstmal die ganzen Batterien wieder raus. Brauchen wir jetzt gerade alle nicht. Komm raus, bist du zingelt. So. Du kommst raus und. Hey, scharf stellen. Damit man mein Struggle richtig sieht. Richtig spürt. So, und jetzt kommt stattdessen das CD-ROM-Laufwerk wieder da rein. Übrigens auch, wie es sich für ein Business-Laptop gehört. Ich mal kurz rum. Massig und Milliarden-Stickers. Könnt ihr euch ja mal in Ruhe angucken hier. Also das kann wirklich nur Dell. So viele Sticker. Schafft einfach nur Dell. Was sehe ich da? Und ja, der wurde sogar mit Windows XP ausgeliefert. Nice. Genau, das dazu. So, dann schließen wir mal kurz das Ding hier an. Ich schließe mal ganz kurz die ganzen Kabels an, weil das einhändig ist relativ schwer. Bis gleich. So, angeschlossen habe ich es. Und zwar folgendermaßen. Ne? An Strom habe ich Strom angeschlossen, dann einmal DVI und VGA und über USB meine Maus angeschlossen und an DVI und VGA, DVI geht zu dem linken Bildschirm und VGA geht zu dem mittleren Bildschirm. Das heißt, können wir gleich mal gucken. Wie gesagt, der kann leider bei beiden Anschlüssen jeweils nur Full HD, aber immerhin Full HD, ne? Also, ey, geht jetzt drin. Geht doch. Und man sieht auch hier, ne? Da ist aktuell rot. Und wenn man jetzt hier den Laptop verbindet, geht er automatisch rum, weil er jetzt den Docking erkannt hat. Und jetzt kann man hiermit das quasi auswerfen. Man kann das auswerfen, übrigens auch sperren. Dann geht es halt nicht mehr. So, da. So, und jetzt. So. Mit Dockingstation einmal einschalten. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt dürften wir hier drauf, glaube ich, kein Bild haben. Oder wir müssen uns unter Windows erst umstellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall schalte ich den jetzt schon mal um auf DVI. Nee, VGA. Ja. Hat er schon ein Bild?
Ja, hat er nicht. Also, das ist mein Retro-Rechner, wer sich gerade wundert, wo das Bild herkommt. Das ist mein Retro-Athlon noch was Rechner. Mit auch meinen diversen alten Spielen. Hard Truck, 18 Wheels of Steel, American Truck Simulator, Euro Truck Simulator 2, die aktuellen Versionen, GTA 3, GTA Vice City, San Andreas, natürlich auch mein Test. Egal, das ist jetzt nicht unsere Geschichte. Das ist, wer möchte, kann ich auch mal über den Rechner ein Video machen, aber ich glaube nicht, was da viel zu sehen gibt. Da ist Windows 11 drauf. Lol. So, wir müssen erstmal hier wieder F1 drücken. Und dann mal gucken. VGA. Und deswegen mag ich auch Bildschirme, die VGA haben. Ne. Ich glaube, ich muss die Grafik das mal aktivieren. Unter Windows. So, ich habe ja meine Maus jetzt angeschlossen. Ich hoffe, die wird auch erkannt. Die wird nicht erkannt, warum nicht? Normalerweise müsste sie auch blau leuchten. Okay, der hat zumindest unten neue Hardware erkannt. Da kommt diverse... Ah, er muss die Maus noch installieren. Ach ja, Windows. Bei Windows muss die Hardware immer erstmal installiert werden. Wow. So retro. Übrigens, nach der Aufnahme nehme ich die SSD auch wieder raus, ne? Da kommt wieder meine alte HDD rein. Das ist nur für euch, damit ihr mal seht, wie flott das Ding eigentlich sein kann mit SSD. Aber ich persönlich bevorzuge halt den Feeling von Retro. Und das hat man damals mit HDDs gehabt. Mit den entsprechenden Ladezeiten. Das gehört da alles dazu. So, gucke ich mal ganz kurz hier. Einstellungen. So, zweiter Bildschirm. Okay, das ist der DVI-Ausgang. Ich mache mal kurz übernehmen. So, jetzt müsste der Bildschirm schon mal Bild geben. Ich schalte den mal kurz um hier. Hallo. DVI. Ja, das sieht mir aus wie Windows. Oh, okay, ich muss das Hintergrundbild auf Strecken umschalten. Ist hier zentriert. Egal. Dann muss ich aber mal gucken, wie war das hier mit dem Umschalten. Wenn ich jetzt hier ist ja diese komische CRT-LCD-Taste. Ich glaube, wenn ich die so oft drücke, dass der Bildschirm hier ausgeht. Genau. Jetzt ist nämlich der Bildschirm aus. Ne, ist er nicht. Warte kurz. Immer diese Hotkeys. Jetzt ist er aus. Genau. Das heißt, jetzt müsste eigentlich der Bildschirm hier VGA-Signal bekommen. Wir probieren einfach mal kurz. Ja, jetzt hat der VGA.